Das Thema Breitband ist derzeit in aller Munde. Nach Initiativen des Landes, des Bunds und regional vor allem der WKO hat nun auch die EcoPlus ihre Standpunkte dargelegt. Gerade die EcoPlus schafft ja für Unternehmer ideale Ansiedlungsstandorte und da spielt auch das Breitband natürlich genauso eine Rolle wie die herkömmliche Infrastruktur. Als Bürgermeisterin habe ich natürlich mit den Bürgern zu tun, die immer mehr auch Telearbeitsplätze haben, also von zu Hause aus arbeiten. Und da ist das Thema Breitband eines, das beide Bereiche überspannt. Einerseits die Betriebe, für die wird die schnelle Datenübertragung immer wichtiger. Also ein hochwertiger Breitbandanschluss mit einer schnellen Datenübertragungsleitung ist ganz einfach für einen Wirtschaftsbetrieb heute ein Um und Auf. Schnelle Breitbandanbindung ist auch ein Stück Lebensqualität. Und ich glaube, wenn man da vorne mit dabei sein möchte, einerseits als Wirtschaftsregion, andererseits als Gemeinde, die auch für die Bürger attraktiv ist, dann gilt es jetzt in diese Richtung zu investieren und darauf zu schauen, dass die Datenübertragungen in den Gemeinden, in den Regionen entsprechend gut sind. Und ich glaube, da ist vieles geschehen und da hat sich auch die EcoPlus mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft, der Nögig, glaube ich, schon vieles einfallen lassen in den letzten Jahren. Es ist eigentlich gewaltig, welche Welle da ins Rollen gekommen ist. Und wir nehmen uns vor, bis 2030, das ist erklärtes landespolitisches Ziel, soll jeder Haushalt in Niederösterreich einen Glasfasernetzanschluss haben. Zur Bewältigung dieser umfangreichen Aufgaben wurde vom Land Niederösterreich die Nögig gegründet. Diese überwacht den Bedarf, Ausbau und Planung etwaiger Projekte, derer gerade im Raum Mostviertel viele zu finden sind. Vom unteren Ibstal bis nach Adacker reichen diese. Vor 3 Jahren ist die Nögig gegründet worden als Tochtergesellschaft der EcoPlus und mittlerweile haben wir da auch in der Niederösterreich Regional, den ehemaligen Regionalorganisationen, hier einen guten Partner. Die Kleinregionen, die Gemeinden beschäftigen sich damit. Also das Ganze ist in die Fläche gegangen. Beginnen tut es an der Gemeinde, weil das Wichtigste und das Aufwendigste und auch das Teuerste beim Breitbandausbau ist die Künette. Die Grabungsarbeit, damit ich die Leitung verlegen kann. Und da, glaube ich, haben wir jetzt auch eine gute Möglichkeit gefunden, dass die Gemeinden da Planungen machen und dann, wann immer eine Künette aufgegraben wird, egal ob für Wasserleitung, Kanal, Straßenbeleuchtung, was immer, wird auch gleich eine Lohrverrohrung mit verlegt, die dann zusammengeschlossen wird und ein funktionstüchtiges Netz sein wird, wobei es uns wichtig ist, den Glasfaseranschluss bis ins Haus zu bekommen. Ja, zum einen hat die A1 in den letzten Jahren wirklich großzügig ausgebaut und bis in die Verteilerpunkte in den Ortschaften Glasfaser verlegt und jetzt kann die A1 bis zu 30, bei näheren Häusern bis zu 50 Mbit bereits anbieten, aber wir machen parallel dazu in jedem Straßenzug, bei jeder Grabungsarbeit, die in der Gemeinde passiert, auch die Verlegung des Leerrohres für Glasfaser und wir werden Stück um Stück errichten und in absehbarer Zeit, davon gehe ich aus, können wir in Adelsberg wirklich von einem flächendeckenden Ausbau von Glasfaser sprechen. Also der Ausbau der A1 war sehr wichtig, es wurde verlangt, es gibt viele Heimarbeitsplätze, auch hat sich die Welt verändert in der Nutzung des Internets, heute werden Filme geladen, heute werden Fotos verschickt, das muss alles schnell gehen. Auch alle Homepages, bewegte Bilder, die Leistungsbreite wird einfach viel größer und da ist das Thema ein großes Thema und natürlich der sich heute bei mir ansiedelt, ein Haus baut, eine Wohnung nimmt, da gibt es die Nachfragen, wie geht die Gemeinde Adelsberg mit dem Thema Breitband um? Eigentlich gibt es kaum eine Gemeindebezirk, die sich dem Thema nicht stellt. Alle sind vom Breitbandfieber unter Anführungszeichen erfasst. Eine große Herausforderung für die Gemeinden. Das ist ja keine Aufgabe der Gemeinde, aber wir wissen, Zukunftsfragen werden in der Gemeinde gelöst und die Bürgermeister haben das erkannt und sind Gott sei Dank alle mit im Boot, um gemeinsam mit der Nögig, mit der NÖ Regional GmbH in den Kleinregionen hier Vorbereitungen zu treffen und auch wirklich bei jedem Straßenstück Leerrohre zu verlegen. Danke an die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die hier sehr aktiv dieses Thema auch angehen, weil es ein Zukunftsthema ist und weil es gerade für den ländlichen Raum eine ganz wichtige Entscheidung ist, das zu tun. Wir sind gespannt, wie rasch der Ausbau weiter voranschreitet.